Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in Thüringen. Wir machen heute ein bisschen Holz und nebenbei noch Feldaufgaben mit Kuppern und mit Pflügen. Und später werden wir noch die Aussaat vorbereiten und schön Gas geben. Wer da? Ja, ich bereite mich vor auf die Düngesaison. Habe einen Haufen Dünger eingekauft. Und dann werde ich auch noch etwas Holz machen. Ja, das zu mir rüberbringen alles, ne? Du machst das Holz und ich mach das Geld. Guter Tausch, ne? Ja, ich mache auch ein Holz und dann nachher muss ich sehen, irgendwann die Pinose loswerden, weil der kostet ja Mietgebühr und wenn der Wald weg ist, ist der Wald weg, ne? Bei Nachbarn darf ich ja nicht fällen, das ist ja nicht erlaubt. Auf keinen Fall. Ich würde sofort ein paar Bäume nehmen, also. So 3, 4, 50, 80 Bäume. Aber nur die Geraden, die kommen kannst du behalten, du. Und da ihr nur gerade hast, hättest du kein Wald mehr. Da passt dich schon auf. Da musst du aufpassen, im Wald sind ein paar Zombies. Ja, die bearbeite ich dann mit der Fräse, mit der Baumstumpffräse. Ah, ach so, ah ja. Da spritzt das Blut. Hatte gestern einen erschossen mit der Magnum. Da kam daher der Spruch, Errungenschaft freigeschaltet, Dirty Harry oder sowas. Ein Schuss, ein Treffer. Knallt schön, du. Da kamen die grünen Zombies an mir an, du. Grün! Das sind die ganz starken. Die grünen, das sind die extra verseuchten, oder? Ja. Radioaktiv. Meine Feldmission ist fertig. Ich hab gerade die erste Kühle in die BGA gebracht. Wie schön. So, den blauen gleich nehmen und entlassen. Und Mission abschließen. Her mit den Moneten. So, was haben wir noch? Gruppen. Flügen. Wolltest du nicht Flügen machen? Feld Nummer 29 für 24.000? Flügen? Na, Flügen, da kannst du mich jagen mit dem. Ja, Gruppe bringt ja auch keine Punkte, das ist ja, wie soll ich sagen, ne? Feld 5, Feld 4, Feld 37, 10.000, 35, 5.000, 7, 9.000. Da warten wir noch ein bisschen ab. Bis ich Aussaat machen kann. So, mal die Gruppe zum Hof fahren oder zu Feld Nummer 60. Ich weiß auch nicht genau, ob da die ob da meine Sämaschinen geeignet sind zur Aussaat und Gruppe. Also Drecksaat. So, wenn wir ganz kurz unseren Traktor austauschen. Fahren wir mal rüber übers Feld. Werden wir den großen mal pflügen, ne? Da geht man schneller voran. Dann ist ja noch Weihnachten bei. Kommt der erste Schnee.
Muss ich ganz kurz mal den Kurs kopieren auf den blauen und dann tauschen. So. Fertig. Der hat ein bisschen mehr Power, der blaue, als der weiße. Ach Gott, ja gut. Müssen wir mal sehen, Verband löschen. Ach, ja, mal sehen. Tut gerade rechnen, merkst du das gerade? Steht. Ja, ich stehe groß. Das ist aktuell Kursplay. Lala, lala, lala. So. Dann muss ich mal ganz kurz. Löschen. So, brechen wir neu. Von da, wo gerade sind. Im Grunde ist es nicht so tragisch, wir müssen nur halt in dem Bereich anfangen, wo wir aufgehört haben. Ist ja nicht ganz so genau. Hauptsache, er macht ein Feld fertig. So nicht ganz richtig. Bitte den anderen Kurs nehmen, ne? Links. Wenn die Kurse so eng zusammen sind, meistens sind wir verkehrten Kurs. So. Genau. Er braucht noch 3 Stunden 21, wie schön. Aber wir haben heute Zeit, ne? Heute wird geflügt, ja. Und morgen wird ausgesagt gemacht. Der Boden ist eh noch so kalt. Wollte jemand kommen und alles düngen noch vorher bei mir und nebenbei? Immer noch Stroh kaufen für die Kühe.
Nee, die Mission für, ja, fürs Gruppen, da verdient kein Geld mit, also. Wo verdienst kein Geld? Mit Gruppen. Mit Flügen noch viel weniger. Ah, es ist schwierig, gell? Mit Flügen noch viel weniger, weil du musst ja im Grunde große Fahrzeuge haben mit großer Arbeitsbreite, dass du ziemlich schnell fertig wirst. Das haben wir noch nicht. Wir haben ja keine großen Fahrzeuge, in Anführungszeichen. Ich werde mal gleich die nächsten Fahrzeuge vorbereiten zum, auch für die Aussaat. Mal schauen, ob die vorher grubbern müssen oder nicht. Das ist die entscheidende Frage. Wenn ich die verkehrten Geräte habe, muss ich noch mal, wahrscheinlich noch andere Geräte kaufen. Wahrscheinlich. Und das wäre schlecht. Schönes gerades Holz mache ich da gut. Kannst du mir bringen. Ich verkaufe alles. Bin nämlich arm, brauche viel Geld. Du bist arm? Mhm. Ah, du bist der Großbauer, du bist nicht arm. Ach so, meinst du die Bauern, naja, die Bauern, die am meisten stehen, am meisten Geld, ne? So. Stellen wir am besten vor der Scheune hin, ne? Kennst du den berühmten Ostschlager? Wo ist mein Geld geblieben? Mit Helga Hanemann? Nee, den kenne ich nicht. Naja, da stöhnt's immer. Oh, wo ist mein Geld geblieben? Ich hab nichts mehr so ungefähr, ne? Gab ja bei uns immer früher so Fernsehlieblinge und das war einer mit dabei. Die hatte mehr oder weniger das Herz auf der Schnauze gehabt. Ja, hier sind verkehrt, hier sind nur die noch ein Grupper und noch ein Grupper in klein. Die wollen wir nicht haben. Die Seemaschinen wollen wir haben. Schon mal auffüllen, dass wir nachher mit der Aussaat beginnen können, sobald er mit den Flügen fertig ist. In der Hoffnung, dass wir da vorher nicht kuppern müssen. Deswegen wollen wir die Geräte anschauen, ob die. Ich glaube, hier verkehrt, in der verkehrten Halle. In der nächsten Halle. Aber so viele Hallen. Ja, hier ist das. Entweder gleich der nächste oder? Ja, die nächste. Da haben wir zwei Maschinen. Ich glaube, der geht nur ohne Düngen. Ach je. Die will ich verkaufen. Die haben auch nur kleine Arbeitsbreite. Mal gucken, mal in die Garage. Rapid. Ach, die geht noch mit Düngen. Okay. Breite 6 Meter, na gut, wenn beide Fahrzeuge arbeiten, dann geht's ja, dann haben wir auch 12. Okay, dann machen wir Dünger rein und Saatgut. Ja, hier. Hat ja irgendjemand Dünger herbeigebracht bei mir, ne? Oder? Ne? Ne? Nicht? Noch nicht. Ja, dann muss ich meinen nehmen, scheißegal. Ich dachte so, ich kann mal schon was schlauchen hier. Na,
Nein, den muss bei mir unten abholen. Das sieht nicht gut aus. Da hat nur einen Behälter. Dann war es bestimmt nur Drecksaat. Na ja, gut, okay. 3000. Naja, das Jahr wird es gehen. Nächstes Jahr werden wir umstellen. Auf dem großen Gerät. Dann werden wir auch gleich düngen hinterher. Oder vorher sogar. Naja. Ach, nee, ich arme Sau. Weizen. Ja, Weizen ist gut. Wie sind hier die Preise aktuell? Weizen kostet 700. Müssen wir Hafer machen, ne? Ein bisschen mehr. Und dafür kostet aber auch Hafer. Ah, hier, jetzt kannst du auch Bretter kaufen und verkaufen. Paletten, das kann schon alles machen. Müsste ich ein Säge wegbauen, das wäre besser. So, Getreide, BGH. Wieso kann ich BGH keinen Preis sehen? Achso, kann. Aber Gülle mal gucken, Mist und Gülle. Mal gucken, mal. Silage kostet, würde ich kriegen, 270. Gras und Heu 80. Die goldene Kacke 900. Und der Rest 720. Naja. Also Strom mache ich jetzt Hafer. Aus Hafer. Es war im Grunde egal, weil die Menge ist ja da ein bisschen weniger, dafür höheren Preis. Aber da muss ich oft zum Händler fahren, ne? Ist auch was Gutes. So, Hafer. Wir haben zwar keine Pferde, aber ist egal, wir machen Hafer. Aber erstmal fürs Lager rein, ne? Und das ist eigentlich die Drecksackmaschine, da können wir im Prinzip brauchen wir nicht kuppeln, das ist ein Vorteil. Dann werden wir gleich mal den Düngermaschine nutzen und dann gleich mal düngen. Das können wir auch machen, wenn er pflügt. Der Bauer und sein Feld. Hast du schon Bäume gebracht? Die Bäume, die guten, die schönen. Nee. Oh. Wenn ich bei mir fertig bin, tue ich deinen Wald abholzen. Ja, ja, kannst du machen. Aber schön Holz liegen lassen. Aber wegbringen tust das du. Ja, ich will gerade jetzt. Düngen wollte ich noch. Ja, ich muss so viel zur gleichen Zeit machen, da muss man richtig Gehirn anstrengen. Ach, wäre ich bloß Bauer geworden. Mit einem großen, großen Feld. Einmal im Jahr arbeiten, im Frühjahr ein paar Tage, dann im Sommer nochmal ganz kurz, später im Herbst und den Rest frei. Und da wundern sich die Bauern, dass sie nichts verdienen, ne? Wenn sie einmal 4 Wochen im Jahr arbeiten, im Schnitt, im Durchschnitt. Du musst ein bisschen vorsichtig sein beim Bauern zuschauen. Naja, so viel schauen ja nicht zu. Also ist das nicht so? Ja, vielleicht ist das. Zum Vergleich, also vergleichen mal ganz hart. Wenn du jetzt Getreide aussehen tust, ne? Also angenommen, du machst dir jetzt Weizen. Machst du ja eigentlich im Herbst, ne? Das machst du in vier, sagen wir 4-5 Tagen bist du mit durch normalerweise. Bei normalem Feld. So, dann, du hast ja mehr wie Weizen, ich weiß, aber wenn du nur Weizen machen würdest, dann wäre das so, ne? Ja, dafür hast du die 4-5 Tage dann, weiß ich nicht, 18 Stunden Arbeit oder so. Naja, da gibt es ja schon Traktoren, die fahren alleine, ne?
Da kannst du ja nebenbei schlafen dabei. Du musst du einen richtigen Traktor kaufen, oder liegen kannst, ne? Mit einem großen Bett drin. Meine fahren aber auch alleine, die Traktoren. Also ich habe hier einen Traktor drin im Mod, der hat kein Fahrerhaus. Ist das schon so einer, oder wie? Ja. Den gibt es im Original. Der hat, und zwar ist es... Das ist der Traktor... Muss ich gucken, wo der ist. Den gibt es ab Mod Hub jedenfalls. Müsste mittelgroß sein. Mich alles täuscht. Nee. Oder bei kleinen. Bei Kompakttraktoren kann sein. Wo hat er in eine andere Liste eingeworfen? Keine Ahnung. Gehen wir direkt bei Marken rein. Ich glaube Case ist es, glaube ich. Ah, hier. Case 2. Ganz komisch. Für 300.000. 60 km/h macht der, 450 PS. Da hat kein Fahrerhaus, nichts. Da hat nur Antennen und sowas. Also hat Case, der Autonomus oder so ähnlich. Ja. Case 2. Ja, genau. Ja, Autonomus, ja. Der fährt autonom, ne? Und der? Da bei den großen Feldern, da kannst du ja programmieren, ne? Da kannst du fahren lassen. USA zum Beispiel, da haben die ja riesige Felder, da kann die alleine arbeiten, ne? Den programmierst du ein und dann läuft die Sache schon. Also die wirklich großen Bauern haben ihre Angestellten, ne? Die arbeiten nicht selbst, ne? Die sorgen nur dafür, dass alle arbeiten, ne? Hatte ich mal gesehen, im alten Gutshaus stand dran, die Regelnummer sowieso, stand dran, lass andere arbeiten. Ja, die alten Gutsherren, die haben ja nur dafür gesorgt, dass Prinzip... dass der Verwalterprinzip immer dafür sorgt, dass alle entsprechend arbeiten, ne? Also Prinzip ja. Geleitet nur, ne? Anführungszeichen, ne? Die Sorge haben sie nicht gehabt. Ja gut, die haben ja früher ganz anders gearbeitet, ne? Da haben sie Getreide mit der Sense geerntet, ne? Das war ja richtig, intensiv, ne? Vom Arbeitsaufwand her. Da kommst du hier zum Beispiel bei Feld 13 nicht weit mit der Sense. Allein nicht. Da muss schon, da musst du auch schon mitarbeiten, ne? Mit der ganzen Familie. Opa hat immer erzählt, der Knecht hat immer verdient 30 Mark im Monat plus Kost und Logis, ne, frei. Ich meine, die Logis war eine kleine Kammer, ungeheizt, das war ja dann die freie Schlafunterkunft, ne? Waschen am Brunnen draußen. Hat er mir gesagt. Ja? Eine schöne Seemaschine gefunden. Eine Seemaschine? Habe ich gefunden am Straßenrand. Na, das habt ihr hingestellt. Das ist nichts für dich. Ah, so ein schöner Baltra. Ja, ne? Gib beim Händler zu kaufen.
Wenn man leicht düngen. So einen hole ich mir auch. Ja. Falls ich auch mal reich werde, hole ich mir auch so einen. Ja. Das musst du tun. Der gibt Vollgas, du. Und der ist schon wieder Cosplay. Ja, ja. Aber das geht schnell, alleine geht der fix. Gleich mal düngen, weil die anderen Maschinen düngen ja nicht, ne? Da muss man gleich mal eine Dröhnung geben, ne? Ja, ja, ich muss was tun, ne? Also, ist nichts so, ne? Was kostet das dusselige Sägewerk? Das würde mich interessieren. So. Sägewerk. Tierhaltung. Bei Company hast du das Sägewerk. Und zwar das Sägewerk von Castor. Also, es gibt auch ein Sägewerk von Fat Action. Ich weiß aber nicht, ob die Paletten da auch gehen würden. So. Zwar Heizkraftwerk. Oh, 300.000. Das kostet ja nichts, ne? Palettenerstellung 330.000. Verkaufspunkt 15.000. Das können wir uns leisten. So, Holzkraftwerk 300.000. Der nimmt Holz und Hacknötze. Stammlager. Na gut, das könnte man ja leisten, aber bringt ja nichts, ne? Und der Balkenwickler kostet 180.000. Na gut. Mal später, wenn wir reich sind. Jetzt müsste ich mir noch ein Dings kaufen. Güllewagen. Meine Kühe machen nämlich Gülle. Und das heißt, das müssen wir jetzt kaufen. Mit Sägewerk können wir Arbeitsteilung machen. Du bringst das Holz hin und ich bring die Paletten weg. Ja. Das wollte ich noch sagen, die Tanks, ne, gibt es ja in zwei Versionen, und zwar einmal Silo, Skipper und Universal. Der Silo ist eher für Mehl und so ein Zeug, ne, was wir hier nicht haben. Du hast ja die Universal-Tanks genommen, Tanks, und der andere ist ja, und der andere ist Silo Skipper. Und Silo Skipper ist für trocken, für Pulver und so ein Zeug. Nicht, dass du mal vertauscht. Sonst kannst du ja alles nehmen, ne? Oh, jetzt wird schon wieder Abend, ne? Ja, ja. Was kostet? 60.000. Ich hab mir schön Dings gekauft. Oh. Ja, der ist gerade direkt neben mir aufgeploppt, ja. Lila. Ja. Also violett. Ja. So eine schöne Farbe, ne? Naja, Geschmackssache. Ich halte es ein bisschen mit bis noch bunt. Der heute noch meine Gülle verkauft kriege ich gleich. Der heute Nacht gibt es ja immer eine Abrechnung von der BGH und da muss man was hinbringen. Ich weiß, darum habe ich meine schon verkauft. Ah, bei mir? Nicht, höre ich daraus. Ach ja. Nee, ich kann deine auch abholen, was du willst. Weiß nicht, ob du was kriegen würdest. Da hast du mir eine Kamera mit Gesichtserkennung. Das ist auf mir programmiert. Was wollte ich noch sagen? Achso, bei 70D, da kannst du bei der Schussgeräte oder bei Strom eine Kamera hinbauen und da kannst du eingeben, bei wem das Ding schalten soll. Das nicht dauernd an ist, ne? Ja, das ist sehr nützlich. Ja, kannst du da generell bei allen Feinden das schalten soll oder auch bei Zombies allgemein. Also, du kannst auch Mitspieler nehmen und dann kannst du die nehmen als Ausnahme, ne? Gibt da noch ein weiteres Ding, dann ist so ein Lautsprecher. Und dann macht der Krach bei Kamera, wenn Zombies auftauchen.
Aber da bin ich jetzt gerade wieder bei, um wieder alles zu reparieren, was sie nachts kaputt gemacht haben. Ich überhole rechts, ne? Nicht wundern. Meiner macht mit 110 km/h, der LKW. Ja, meiner, glaube ich, geht nur 80 oder so, 83. Naja, du darfst ja auch schnell nicht fahren, das hat keinen Führerschein hier. Brauchst ja aber ich mag den Tatra. Ja, ist ja okay. Die Original können alle nur um die 80. Ich habe gerade gegen den Baum gefahren, der Baum steht noch. Der Baum steht noch? Ja. Ah, oh, so schön pink, ne? Oh. Das muss pink sein, so ähnlich. Oh ja, oder lila. Vollgas! Blaulicht! In der Nacht werden die Faulen fleißig. Oh, oh. Mir sind schon wieder zwei Betonmischer entgegengekommen. Wahnsinn. Die arbeiten auch nachts durch, ne? So, kommt die Zeit. Oh, oh, halbe Stunde. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Tschüss.